So, es geht weiter mit Gothic 4 Arcania. Und ich habe gerade eine echt super... ein super Ende gemacht. Ich mache mal hier einen Schnitt. Und voll durcheinander war ich, weil ich zu lange aufgenommen habe. Weil so lange wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Ich möchte einfach die Parts von dem Spiel auf knapp 20 Minuten halten. Wenn es mal 25 sind, ist es nicht ganz so schlimm. Wo sind die Wulstlinge? Hier sind die Wulstlinge. Ich habe sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst du ihn haben, Hirte. Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Geht gut? Geht immer gut, Oruk. Geht immer gut. So, Halven. Es ist ein Bauer. Los, Halven. Es wäre cool, wenn du mir einen super Armreif machen könntest. Hast du den Bernstein? Hier ist der Bernstein. Natürlich habe ich den Bernstein. Ich habe schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halven. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Was? Was? Oh, du... Sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht... Du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. Super! Geil! Dass er das weiß und ich nicht. Wir wollen keusch bleiben. Hör dich den an, ey. Richtig gut. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halven. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich hab mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, das kommt nur so plötzlich. Na dann, wolltest du noch was anderes von mir? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier habe ich einen Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Alles klar. Fernweh. Auftrag markieren. Das, ob mich das überrascht, weiß ich noch nicht ganz. Oha. Krieg ich mal immer 3, ist ja ganz geil. Also das, mit dem Schwanger, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt echt krass. Muss ich jetzt... Oh, was will er denn von mir? Knut, was willst du? Dir einen aufs Maul hauen. Ivy gehört mir. Meinst du schaffst das? Du Arschloch, mit dir werde ich fertig. Na dann lass uns kämpfen. Ich mach dich zum Schaf. Sondern nur du, Mann. Sei mal lieber vorsichtig, du legst dich echt mit dem Falschen an. Hör auf! Du hast gewonnen! Lass Ivy in Zukunft in Ruhe, hast du verstanden? Ja. Ich lasse ihn in Ruhe. Ein eifersüchtiger Bauer. Da. Wird mir nicht auf der Karte angezeigt, aber irgendwo hier muss das doch sein, oder?
Äpfel. Hier unten. War zumindest das Boot, deswegen denke ich auch, dass er dort ist. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Ja, ich habe ein Problem. Wahrscheinlich in der Nähe einer Vorratshöhle, die sich hinter dem Wasserfall. Ah. Also da oben. Nicht hier unten. Oh, mit dem Schatten. Ey, der Schatten, der sieht ja mega gut aus. Und so mit der untergehenden Sonne. Ist das schon schön? Die Musik ist auch schön. Okay, da ist die Vorratshöhle, zu der ich vorhin wollte, wo ich dachte, da geht's irgendwie in irgendwelche dunklen Gefilde. Diego! Gut, dass du da bist. Ich weiß. So wie du grinst, hat Groma dir seinen Segen gegeben. Hat er. Und es kommt noch besser. Erzähl! Ivy will mit mir nach Argan reisen. Dort herrscht Krieg, mein Freund. Das ist kein Ort für Verliebte. Als du angefangen hast, mich zu unterrichten, hast du versprochen, dass du mich eines Tages nach Argan bringen wirst. Damals wolltest du alleine reisen. Jetzt soll Ivy dich begleiten. Du warst ein guter Lehrer. Ich kann sie beschützen. Du kannst sie beschützen? Beweise es. Ich hab dich im Zweikampf besiegt und die Goblins getötet. Schon vergessen? Ja, aber... Ich war so nett, dich gewinnen zu lassen. Und die Goblins waren eben nur Goblins. In einem echten Kampf hättest du keine Chance. Also, beweis mir, dass du Ivy beschützen kannst. Dann bringe ich euch beide nach Argan. Willst du nochmal gegen mich kämpfen? Nein, ich habe hier ein Päckchen mit seltenen Kräutern für Lyrka. Bring es ihr. Du willst, dass ich zu Lyrka gehe? Der Hexe? Ich müsste durch den Dunkelwald. Dort soll es die wildesten Tiere der Insel geben. Du musst es nicht tun. Du kannst mit Ivy auf Verschier bleiben. Schafe hüten. Gib mir das Päckchen. Ich bringe es zu Lyrka. Gut. Hier hast du es. Und außerdem einen Schlüssel. Mit ihm kannst du die Tür am Ende meiner Höhle öffnen. Geh ein Stück nach Osten, bis du auf einen Weg triffst. Folge ihm in Richtung Nordwesten. Dann kommst du zu Lyrkas Hütte. Okay, aber erst nehme ich mir noch alles, was du hier hast. Den Apfel, das kurze Messer, den Apfel, das und guck, was in der Kiste ist. So. Diegos, ah. Das ist... Sehr schön. So. Speichern wir mal schnell. Und dann gucken wir mal, was das denn für so ach so gefährliche Tiere sind. Los, ihr ach so gefährlichen Tiere. Wo seid ihr? Oh, da unten ist schon eins. Wolf. Ist denn so ein Wolf dabei? Zähne, cool. Ich denke, er meint diesen Weg.
Richtung Nordwesten. Ja, der führt nach Nordwesten. Die Wölfe wollen wieder aufs Maul. Futtern wir mal einen Apfel. Noch ein Apfel. Zur Lurker der Hexe. Hier ist nichts. Hier ist die Hexe bestimmt drin. Hi, Hexe. Na? Angst vor Lurka, der Hexe aus dem Dunkelwald? Hä? Nö, ich hab keine Angst. Mag sein, mag nicht sein. Meine Nase sagt mir, mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß. Ich hab Kräuter für dich. Gib sie mir, hä? Hier hast du die Kräuter. Ich geh dann wieder. Gehen? Nein. Du bist nicht nur wegen der Kräuter hier, hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht, hä? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Ja, das hat er. Du bist verrückt. Warum sollte er? Weil ich ihn drum gebeten habe, hä? Du? Warum? Weil ich etwas gespürt habe, gleich nachdem sie dich gefunden haben, hä? Etwas, das geweckt werden muss. Du hast etwas gespürt, gleich nachdem sie mich gefunden haben? Wie meinst du das? Alma ist nicht deine Mutter, hä? Doch, da bin ich mir sicher. Ist sie nicht? Sie hat dich am Strand gefunden, nach einer stürmischen Nacht. Das glaube ich dir nicht. Frag sie, wenn du wieder im Dorf bist, hä? Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Da schlummert was in deiner Brust. Eine Kraft. Eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Ich kann sie spüren. Hä? Sie muss nur geweckt werden. Wie? Mach einfach die Augen zu. Hä? Gut, ich vertraue dir. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Hä? Ist das ihr Ernst? Was soll das? Wieder wach, hä? Wie lange habe ich geschlafen? Oh, ein paar Tage. Hä? Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Wo sind wir hier? In einer Höhle. Unter dem Dunkelwald. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, genau. Du bist krass. Verrückt. Ehrlich, Lurker. Was machen wir hier? Willst mir einen Gefallen tun, hä? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke, hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln, hä? Mit Blitzen? Hör auf mit dem Hä! Nimm die magischen Schriftrollen, hä? Töte die Wühlböcke, denn sie machen meine Bäume krank. Und vergiss die Königin nicht, hä? Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen mehr hast, kommst du zu mir. Ich geb dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Gib mir doch einfach endlich
Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Ziehe sie aus dem Inventar auf die Schnellleiste und rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Drücke linke Maustaste, um den ausgerüsteten Spruch zu zaubern. Fernkampfwaffen? Ausrüstung? Questkind? Sonstiges? Schriftstücke. Rune der vier Winde. Diese Rune erlaubt es ihnen... Cool. Das ist krank. Dann werde ich das mal ausprobieren. Friss Blitze. Einen Blitz machen. Ah. Machen wir das mal. Ah, cool. Was sind das für Dinger? Irgend so ein Kleinzeug. Erdkrabbler. Komm, du Wühlbock. Das war echt knapp. Drei Stück noch. Und da sind diese kleinen Erddinger wieder. Komm her, du Wühlbock. Nicht in die Schale. Du sollst dich nicht dauernd in deine modrige Schale verkriechen. Zwei noch. Und da oben ist eine Kiste. Hanfbandagen. Ich dachte, das ist Toilettenpapier. Es sah zumindest so aus wie Toilettenpapier. Ein Apfel. Oh, diese Erddinger. Oh. Oh, was wissen? Vor einem gespannten Bogen bringt das auch nichts. Mann, verziehen sich aber echt oft in die Schale. Da ist der letzte. Und da hinten, oh, ist wohl die Mutter. Die Königin, die Mutter aller Wühlböcke.
Nicht, dass jetzt kurz bevor ich da bin, mir die Schriftrollen jetzt bei ihr ausgehen. Aber die Königin, werden wir erst im nächsten Part besiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Aber haut rein, bis zum nächsten Part.